Wir spielen heute mit der besten Combo für Morten. Und ja, es ist ein Charakter, den man auch weniger spielt, wie die letzten paar schon. Und auch eine Combo, die wahrscheinlich nicht so erwartet wurde, weil man bei Heavyweights wie Morten wahrscheinlich eher auf Miniturbo gehen würde. Was wir hier auch nicht vernachlässigt haben. Wir sind immer noch ziemlich gut dabei mit Miniturbo im Verhältnis zu allen anderen Stats. Aber hier war mir auch die Ästhetik wichtig. Und weil man mit gutem Speed trotzdem gute Beschleunigung hat, ist es eine für mich sehr solide Combo und sieht einfach nur nice aus mit dem Flammenbike, nenne ich es mal, obwohl es eigentlich der City Tripper ist, aber halt mit dem typischen Flammenbike Flammenpattern da drauf. Und deswegen ist diese Combo für mich absolut W vom Aussehen her. Die kleinen Reifen in Rot natürlich, um hier dem City Tripper ein bisschen entgegenzuwirken, um auch ein bisschen farblich das alles noch ein bisschen noch besser zusammenzustimmen. Passt das. Sehr nice. Da habe ich keinen Trick bekommen, aber ist egal. Käseland, eigentlich eine Bagging-Strecke, aber ich verzichte jetzt mal darauf, außer es sieht in der dritten Runde nicht sehr rosig aus. Das hätte mich fast getroffen. Habe ich den gerade gedodged, den Red Shell? Weil ich Pro bin? Oh nein, kein Doppelleiter bekommen. Aber Zweiter. Ist okay. Müssen es nur halten können. Der da vorne, oder die da vorne, ist eine Daisy. Die macht mir schon Kopfschmerzen seit den letzten zwei Folgen, denn ich spiele immer noch die gleiche Lobby wie schon bei der Iggy-Folge. Ich habe hier eine ordentliche Massenproduktion gerade. Aus dem Weg, aus der Mitte raus. Jawollo. Hat er ein Horn? Ja, kein Horn. Ah, jetzt werde ich von den Baggern genommen, glaube ich. Die werden jetzt mich alle überholen, weil sie kranke Items bekommen. Ich kriege jetzt eine Coin. Ja. Das ist die Demise. Das ist meine Demise. Die Daisy will mir einen Arsch. Sie will meinen Arsch. Ich hätte nach hinten werfen sollen, ne? Scheiße. Egal, Hauptsache wir haben eine Coin auf dem ersten, falls ein Buhu kommt. Aber die wird wahrscheinlich Pilz oder sowas haben hinter mir. Und dann, oh mein Gott, der Werfer ist auf mich draufgefallen. Oh shit, das ist gut. Das ist gut, das ist gut für mich. Ich glaube, das ist gut für mich, weil die jetzt kein Item mehr hat. Die kann mich jetzt nicht mehr überholen. Außer sie macht irgendwas Krasses gleich noch mit Pilzen. Oh Gott. Sie hat mich überholt, der hat Pilze. Ne, das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Ich habe sie nicht erwischt. Schade. Ah, das wäre jetzt cool gewesen in der ersten Runde erster. Aber da hat sie nochmal die guten Items bekommen. Und ich hab mein Horn früher zünden müssen. Ich hätte da ein bisschen drauf pokern müssen. Aber ist okay. Ist okay. Solider Start. So, diese Toilette hier vorne, die hat sich ordentlich auf den ersten geschlichen. Aber zu Recht hat sie gut gespielt. Ich hatte ein bisschen Pech mit den Items. Oder beziehungsweise ich habe meine Tröte sehr, sehr schlecht eingesetzt. Nennen wir es mal so. Nennen wir das Kind doch direkt beim Namen. Komm. Oh nein. Komplett daneben. Ich glaube mittlerweile einfach nur nicht mehr, dass diese Shortcut worth it ist. Weil alle sagen immer, ja, lohnt sich da durchs Gras zu hüpfen, man ist genau gleich schnell. Nee, das ist eine Lüge. Das ist Cap, Bro. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, wie habe ich das gedeichselt? What the fuck? Wie habe ich das noch hinbekommen? Sehr gut gefahren. Habe ich irgendwie jetzt irgendwas getroffen hinter mir? Nee, habe ich nicht. Oh Gott. Oh mein Gott, ich werde hier gerammt und gerammt. Egal, Zweiter. Der einzige Nicht-Japaner außer mir ist ein Bastard. Ne, das war gar nicht der. Das war der weise Yoshi. Da ist er. Der weise. Der weise Mann. A wise man once. Wer plantet da eine Banane? Wer hat da eine Banane vor allem? What? Das ist geisteskrank. Okay. Bisschen Abstand aufbauen. Die sind alle an meinem Arsch. Ich fahre einfach genau die gleiche Route wie er, weil er wird ja wissen, wenn er erster ist. Oh mein Gott. Wo er hin muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, merke ich gerade. Ich behalte die Tröte. Hä? Warum? Ich habe nicht nach links gesteuert. Was soll das denn? Ja, nimm mir die Tröte. Nimm weg das Ding. Ach, Digga. Ich habe keinen Minitool bekommen und habe auch nicht mal den Jump bekommen. Oh, ich ahne Böses bei der Runde, bin ich ehrlich. Wobei, da sind so ein paar Einzelfälle, die sind... Ernsthaft, Digga. Oh, warum habe ich vor allem eine Coin auf dem dritten bekommen? Das ist... Oh mein Gott. Das war nötig, glaube ich. Das war bitter nötig. Oh ja. Uiuiui. Nice, 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 nice. Brauch Coins, 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 Coins. Oh! Durch. Oh, ich fahre so schlecht. Es fühlt sich irgendwie richtig scheiße an, wie ich gerade fahre hier. Es fühlt sich nicht gut an. Oh mein Gott, die Grüne. Luigi High Five geben, sonst haben wir kein Glück. Let's go. Oh shit, okay. Ich behalte. Einfach nur für die Endshotcut benutzen jetzt. Einfach nur hier durch.
Oh, habe ich Zweiter geschafft? Oh mein Gott! Wie habe ich mich da noch, wie eine Schlange habe ich mich da durchgeschlängelt auf den zweiten Platz an allen anderen vorbei. What the fuck? auf so einer Strecke könntest du ein bisschen krachen mit hier Kurven und so. Weil hoher Speed heißt normalerweise ein bisschen weniger Handling, aber ist okay. Wir mogeln uns hier, ja, geh du mal vor, passt schon. Oh nee. Habe ich gerade aus dieser ganzen Itemmenge kein einziges bekommen. Das ist frech. Komm, wirf ihn doch, wirf den roten. Oh mein Gott, das ist so frustrierend gerade. Dass ich aus dieser großen Menge Items kein einziges bekommen habe. Das belastet mich gerade psychisch. Spaß. Wow, und dann ist mein erstes Item ein Pilz. Cool, danke für gar nichts. Thank you for nothing, you stupid reptile. Nee, useless, nicht stupid. Wer immer diese Reference gecheckt hatte gerade, Goat. Okay, komm, focus up. Focus, Hiccup! Schon wieder. I did it again, see what I did there? Oi! Oh, was ein Hit, Junge. Okay, aufpassen, der hat was am Arsch. Ah! Aua! Ey! Reicht! Nee! Oh mein Gott. Nee. So machen wir hier gar nicht. Sind wir 12? Weil dann ist 7. Test tatsächlich okay. Für diese Lobby hier, wo die Japaner wieder vollen Teambeist zeigen und nur mich abschießen und keiner von sich selbst. Oh nein, Feuer trifft mich. Oh nein, Bro. Oh, ich ahne sehr, sehr Böses. Bei dieser Runde ahne ich Böses. Oh Gott. Ja, fahr halt komplett nebendurch. Passt schon. So, jetzt aber. Irgendwas noch rausholen hier. Ey! Ey, wie weit fährst du? Wow, 9. Ja, absolut schreckliche Runde gewesen. Eieieiei. Oh, die Map. Die Map mit der Anfangs-Shortcut. Die ich mit dieser Combo auf gar keinen Fall versuchen werde. Wegen Mini-Turbo. Aber ist okay. Wobei, was heißt wegen Mini-Turbo? So schlecht ist er nicht. Ich habe ja also extra eine Balance. So, klar, mit Bitty Buggy oder Scooty hätte man es besser. Aber seien wir mal ehrlich, hier spielt man lieber den City Trooper, weil der einfach geil aussieht. Und City Trooper hat auch eigentlich sehr gute Mini-Turbo-Verhältnisse. Also wir kriegen hier immer mindestens einen goldenen. Und, oh ja, holy fuck. Und ab und zu halt auch mal einen lilanen, so, ne? Wow. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so ein Magnet für diese Feuerblume bin, weil ich habe noch nie wen anders... Also, ich werde nur davon gehittet. Bin der Einzige. I'm the only one. Geh mal oben lang, komm. Ich weiß nicht, ob das schneller ist, aber es fühlt sich sicherer an. Das war vielleicht nicht so gut, aber vielleicht war es auch... Scheiße. Gott, oh Gott. Oh. Da ist eine Kugel irgendwie vorbei. Geh durch die Mitte. Was? Bro, wie passiert sowas immer? Das ist so, als würdest du einen Trickshot hitten und bei mir hittet der jedes Mal so. Egal, was, wie die Hallo. Hallo. Oh Mann, Alter. Es zündet heute wieder komplett rein. Ich sehe schon, heute ist so eine Folge. Heute ist eine von denen. Die da oben. Einer von denen da oben. So, bitte hitte den, der einen Kugelwilli hatte. Oh mein Gott. Was? Nee. Das ist ein Witz. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich mich ranhalten hier, sonst wird das hier absolut horrible enden, sage ich. Scheiße. Das war vielleicht ein bisschen ein dumm eingesetzter Stern. Aber ich habe jetzt ja keinen Bock, von irgendeiner Scheiße gehittet zu werden. Deswegen gehen wir erstmal oben lang. Doppel-Item mitnehmen. Dann unten lang. Oh, war gut gefahren, glaube ich. Oder so semi. Ach, come on. Und nur einen usen. Bisschen Speed aufbauen wieder. So, jetzt gehe ich aber oben lang. Oder? Nee, ich gehe gar nicht. Ja, geil. Gib mir halt gar keine Pilze. Ich kann nichts machen mit zwei Grünen auf dem 10. Platz-Spiel. What the fuck? Was ist das? Ja, komm, leck mich am Arsch. Das ist so eine Müllrunde. So ein Kackspiel. Er gibt mir zwei Grüne auf dem 10. Platz. What the fuck? Ah, eine Map, die ich mag. Sehr nice. Und wir sind leider nicht 12 Spieler. Wir sind, glaube ich, 10. Was mein Leben ein bisschen schwerer macht. Aber wir sind ja nicht nur Japaner, heißt, das ist alles gut. Ich habe noch ein paar Spanier an Bord. Ein paar Españolas. Das ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort dafür, aber egal. Heute nennen wir sie so. Nee, wie sagt man?
das Wort Spanier auf Spanisch? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Deswegen, wer von euch Spanier? Kann irgendein Zuschauer sagen, was Spanier auf Spanisch heißt? Woran ist meine Red Shell gerade zerschellt? Ha, Red Shell zerschellt. Checkt ihr, weil lustig und so. Das war schlecht. Ich bin Erster. Die Toadette. Die Toadette, da ist sie. Na komm. Kommen Sie ran. Kommen Sie ran, können Sie gucken. Oh Gott. Oh, zieh. Ah! Boah, ich schwöre, das hättet irgendwen. Hui! Oh mein Gott, ich habe eine grüne bekommen auf dem ersten. That's crazy, bro. Ich habe ein bisschen Vorsprung, aber die Toilette will. Muss ich hier risken? Sehr gut. Damn, Flo, du bist Gold. Alter, ich habe einen ordentlichen Abstand. Na, ja, wobei, nee, die Toilette war kurz ausgeblendet. Na, Moment, ich bin... Wenn der Blue Shell kommt, dann war es das halt mit mir, ne? Nein! Warum? Ja, da kommt ein Blue Shell. Nimm wen anders. Nimm wen anders, aber nicht mich. Nein, kurz nach dem Item. Das ist ein Witz, Bro. Ja, da geht mein Erster dahin. Hauptsache, die Toilette kriegt's nicht. Oh mein Gott, da habe ich nochmal gut den Trick rausgeholt, Alter. Egal, Dritter ist auch gut. Hauptsache, wir kriegen ein bisschen was an einem doppelstelligen Plus. Ja, hier 16, komm, den nehmen wir. 10 Spieler aber nur, das ist belastend. Ich hoffe, es werden auch gleich ein paar mehr. Das ist auch wieder ein krasser Zufall. Wir haben Delfin-Lagune bekommen, aber alle anderen, außer dem, der für Delfin-Lagune gewotet hat, haben Big Blue gewählt. Ich hätte jetzt eigentlich gerne als letzte Map nochmal Big Blue gespielt, aber anscheinend wird es dann hier Delfin-Lagune. Ohne Item am Anfang, nice. Ich hätte eh nur Pilz bekommen, von dem her ist fein. Ich werde aber geratchet jetzt wahrscheinlich gleich von irgendwo. Von irgendwo aus dem Pack. Wow, danke dafür. Was ist hier der beste Weg eigentlich? Gibt es da so eine Statistik, so, wo man weiß, aha, okay. Zeitmäßig ist das der beste Weg. Oh Gott, hoch. Uiuiui. Scheiße, die Coin wollte ich noch haben. Egal, passt. Nehmen wir mit. Komm, fahr in meinen Arsch. Fahr mir rein. Nein! Morten! Ein Morten, Bro! Nein! So unnötig, da eine Banane reinzuplacen. Kleiner. Oh, das war tatsächlich sehr bad. Aber egal, wir ziehen durch. Komm bitte, zerschell. Oh mein Gott. Ich bin echt. Hallo? Von was? Ich wurde getroffen, bevor er da war auf meinem Screen. What? Junge, dieses Lag-Trailing, ne? Das ist crazy. Und ich habe gar keine Coins. Mir geht's schrecklich. Mir geht's absolut schrecklich. So, einer nach vorne. Nein, ich habe meinen Morten-Bro gehittet. Das wollte ich nicht. Sorry. Uiuiui, hoch. Uiuiui. Okay. Jetzt haben wir die Pilze für die lange Kurve. Nice. Oh. Was ein Arsenal ich da bekommen habe, Alter. Das ist krass. Was ein Waffenarsenal ich da... Nein. Hä? Warum wurde er nicht vom Blitz ge... Ach, egal. Ich hinterfrag nichts mehr. Ich hinterfrag gar nichts. Wenn ich jetzt eine Kugel bekomme, ist fein. Ja, fast. Wir sind aber 12 Spieler. Ich bin nicht letzter als 10. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist doch schon mal schön. Okay, alle, die meisten gehen immer rechts durch. Ich gehe immer durch... Ab durch die Mitte, sage ich immer. Nein. Das kann nicht sein. Mir werden immer Items geklaut. Ich fahre so viele Rennen ohne Items, weil immer irgendeine scheiß Yoshi oder Birdo vor mich fahren muss. Was mir alles klauen muss. Ich hätte so hart einen Kugelwill bekommen halt, ne? Ich hätte halt so hart einen Kugelwill bekommen. Oh shit, warte. Nein! Bro! Ich hätte... der Goldpilz. Warum muss er hinter der Pflanze sein? Ist 7. plus bei 12? Minus 1. Das ist verkraftbar. Das ist okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal und ciao.